Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, mit unserem neuen Geschick probieren wir jetzt mal ein bisschen was. Und zwar könnten wir sowohl Pablo versuchen zu bestehlen, als auch der Herr Richter versuchen zu bestehlen, wenn das was wird. Mir hen 26 Geschick. Deswegen, wisst was, speichern wir einfach hier nochmal, die Yankee 3. Dem können wir nichts klauen, schade. Okay, wo ist unser guter Freund Pablo? Der dürfte noch hier bei und es ging ein in Belias Reich stehen. Ja, du beziehst ja gerade wieder Poster. Die Bürger positionieren sich auch nochmal, die hören der ganze Tag Watras zu. Das muss auch ein Lewe sein, oder? Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren und er bat Innos, dem Menschen seine Götter. Eieiei, was der wieder verzählt. Dann steht er. Na, wo ist denn Pablo? Wo ist Pablo? Verdammt nochmal. Der ist doch immer unterschiedlich hier zwischen Gedöns und zwischen Platz und. Ah, da ist er jetzt. Okay. So, jetzt steht er da rum. Dann machen wir hier nochmal die Yankee 3. Und kriege ich ihn jetzt? Jawohl. Turmschlüssel erhalten. Muahahaha. Jetzt können wir nämlich ein bisschen die Türme plündern. Und du hätte ich auch mal 80 Erfahrung herkriegt. Aber das hätte mir ja nichts gebracht, weil die 80 Erfahrung, ne? Du hättest ja die Geschicklichkeit nicht davor gehabt. So, jetzt kann ich nämlich auch in die Türme hier reinsteigen. Mal gucken. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nö, okay. Dann halt nicht der. Ich glaube, der gute Elridge, der steckt nämlich irgendwo in einer von deinen Türmen. Jetzt ist nur die Frage, für welchen Turm das ist. Könnte auch der hier sein. Und? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nö, anscheinend nicht. Dann muss es der andere Turm sein. Dann müsste es der Turm hier dazwischen sein. Der muss auf jeden Fall einen Schlüssel haben für seine Patrouille. Und der liegt eigentlich immer auf seiner Patrouille hier, der Turm. Ohne den richtigen ne? Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Wo gehört denn der Turmschlüssel dazu? Verdammt nochmal. Von Belia zerstört. Dann vielleicht hier? Ich weiß es echt nicht mehr, wofür das war. Ich habe echt gedacht, das wäre irgendwo vorne noch am Eingangsbereich von der Stadt. Dann vielleicht hier in dem Bereich. Aber hier stehen jetzt natürlich sehr viele Leute rum. Gucken wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Machen wir hier nochmal die Yankee 3 und. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Hätte ja sein können. Und hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Verdammt doch mal, wofür ist denn nimmst du einen scheiß Schlüssel gut? Für irgendwas muss er ja taugen. Vielleicht da drüber? Bleiben wir noch so Türmchen? Falls es überhaupt irgendeinen Türeingang, irgendwas hat. Ranga? Hey, du. Es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Okay, dann probieren wir es mal so. Hey. Dum-dum-dum. Hoffentlich funktioniert's. Du mieser kleiner Dieb. Nö, funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert's beim zweiten Mal. Ist als wirklich situationsabhängig, ob das funktioniert. Hey, du. Yep. Du mieser kleiner Dieb. Nö. Okay, dann wird es wohl nix. Beim Richter müssen wir auch nochmal gucken, wie das funktioniert. Bin ich mir echt nicht mehr sicher. Für welchen Scheißturm war der jetzt der dämliche Pablo zuständig? Vielleicht war das. Ach Gott, ich weiß es echt nicht mehr. Gewitterleid, vielleicht auch in der Overstadt irgendwo. Hm. Jetzt stehe ich da wieder Ochse am Berg. Ich meine, jetzt habe ich den Schlüssel gekriegt, aber steht da wieder der Abschädel und kann nichts damit anfangen. Gewitterleid. Ich habe echt gedacht, das wäre da dafür gedacht. Weil da steht er ja auch die ganze Zeit rum, der Hansel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nö. Nee. Dafür haben wir jetzt einen tollen Turmschlüssel gekriegt. Seltsam. Sehr skurril. Okay, die waren es auch nicht, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja. Und der war es auch nicht. Ah, doch. Doch. Pff, blöd, Mann. Also manchmal kann ich echt ein Dackschädel sein. So, schleichen wir hier mal rein. Aber in irgendeinem Turm war Elridge drin, wenn mich das alles täuscht. Der ist sich doch versteckelt. So, was sind wir denn hier schon? Das drin? Leichter Zweihänder. Okay. Mehr gibt's hier nicht. Das ist ja etwas erbärmlich.
Na gut, da haben wir jetzt wenigstens so den Turm geplündert. Mit leichter Zweihänder. Alle hopp. Was bringt uns der leichter Zweihänder? 75, 75. Das ist ziemlich am Murks eigentlich. So. Torwacher. Dann wollte ich noch zum Herrn Richter gehen, weil das ist der einzige Blutkelch, der uns jetzt noch fehlt. Wambo Jumbo. Wie schaut's aus? Ne? Wobei, wie ist die Lage? Einfach mal. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Okay, mit seiner Verräterstimme hier. Zurzeit ist alles ruhig. Alter, klingt schon wie so Frettchen, der Typ. Na gut, dann gehen wir nochmal hier zur Richterstube. Und speichern hier nochmal. Und hier nochmal die Yankee 3. Hallo Richterhauswache. Frau Bürgerin. Wo ist er dann, der Mistkerl? Ah, der ist gerade nicht da. Dann geht er irgendwo noch seine Geschäfte noch als Richter. Vermute ich einfach mal. Der guckt der Frau beim Butze zu. Und 1938. Dann könnte der noch im Rathaus sein, der Richter. Der hat ja auch dort administrative Sache zu erledigen. Könnte gut sein, dass der noch im Rathaus unterwegs ist. Bei Lord Hagen steckt da derzeit nicht. Da muss er in der Amtsstube, oder? Muss er? Ja. War nur Ritterrüstung. Dann muss er in der Amtsstube vom Statthalter irgendwo sein. Irgendwo muss der sich herumtreiben. Cornelius, das ist der Assistent von, oder der Gehilfe vom Statthalter. Statthalter Darius. Darius. Okay, der macht hier gerade Kaffeeplausch mit dem Statthalter. So, probieren wir es doch mal einfach mal. Nee. Das funktioniert leider nicht. Wie machen wir das dann am besten? So, Richter, ich probiere es trotzdem noch einmal. Oh! Okay, das bringt mir einen Scheißdreck. Irgendwo wurden auch Schwerter gezogen und irgendeiner will mich anscheinend verkloppen. So. Aber der Richter kriegt gerade ordentlich auf die Schniss. Ich krieg dich noch! Ah, da kommen jetzt die Paladine noch angegammelt. Wieder an Sachen, die nicht dir gehören. Okay. Na gut, dafür ist meine Geschicklichkeit offenbar auch noch zu schwach. So ein blöder Mist, so ein blöder. Obwohl hey, ich schon auf 26 bin. Probieren wir es trotzdem nochmal. Du mieser kleiner Dieb. Okay. Kriegen wir auch nicht hier. Wie machen wir das am besten? Naja, wenn die Geschicklichkeit immer noch zu murksig ist, dann wird das so auch nix. Nee. Das wird so nix. Dann muss ich halt was anderes machen. Wenn wir bei dem Richter noch nicht durchkommen, dann würde ich probieren, mich mit einer Wache bei Dexters Hof, bei deiner Hansler bei Onas Hof unter der Führung von Dexter Art zu legen. Und das wird noch viel schlimmer. Aber irgendwo muss ich auch hier mal Milizklamotte herkriegen. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Okay, probieren wir es halt nochmal so. Eventuell funktioniert das auch bei dem, oder? Nee. Das habe ich schon immer gesagt. Es ist blöd, dass sowas anwählbar ist und dann funktioniert es nicht. Das ist schon etwas doof. Huch, du sind alle spontan hier im Nebel erschienen, die ganze Leute. Wambo. Blöd, dass ich hier starke Milizklamotte krieg. Die Herren Ritter. Von und zu, die können mir auch nichts bringen. Schade. Die feine Herr Ritter können mir auch nichts geben. Aber irgendwoher muss ich auch eine gescheite Rüstung kriegen. Naja. So, Cedric. Was bist denn du für einer? Irgendein Ritter ist es auf jeden Fall. Ich bin Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Na? Kannst du mich trainieren? Ich trainiere nur Paladine. Allerhaupt. Immer diese Auswahlkriterien. Na gut, dann können wir hier jetzt anscheinend nichts mehr reißen, von wegen stärkerer Rüstung und Pipapo. Dann würde ich das sagen, wir machen uns jetzt tatsächlich auf den Weg zu Onas Hofwitter. Dafür schnorcheln wir hier mal den Geschwindigkeitstrank und flitzen, was das Zeich hält, do in die Richtung.
weil mit einer neuen Rüstung bewaffnet, ausgerüstet, könnten wir hier durchaus was reißen. Bei Onas Hof können wir zusätzlich noch, wenn wir einigermaßen fix sind, noch vor Mitternacht ankommen, dass wir noch einen Geschicklichkeitspunkt kriegen und könnten dann zusätzlich nochmal einen Geschicklichkeitspunkt irgendwie abstauben. Schauen wir mal. Also dann flitzen wir jetzt wie ein Irado hier Richtung Onas Hof, holen uns den Geschicklichkeitspunkt von der Innerstatue, von dem Innerschrein, wenn sie uns denn lässt. Und dann schauen wir mal. Eventuell kriegen wir es dann noch mit der Nacht noch gebacken. Dann wären wir schon bei kühler 28 Geschicklichkeitspunkte. Und möglicherweise ist das hier das, was der Ausschlag gibt. Es ist unsere Geschicklichkeit zwar höher als unsere Stärke, aber jo, drauf geschissen. Wir können genauso gut auch nochmal unsere Lernpunkte in Stärke investieren, dass wir auch wieder in der Lage sind, bessere Waffe zu tragen. So, das sind noch die anderen Bandite auf der Brücke. Mit denen könnten wir uns möglicherweise auch noch demnächst so anlegen. Wäre eigentlich mein erstes Vorhabe gewesen, wenn ich dann nicht schnell zu Onas Hof müsste, aufgrund von Zeitdruck, dass wir innerhalb kürzester Zeit viel Geschicklichkeit durch den Innerschrein abstauben können. Ich glaube, der beim Kloster gibt nur Lebenspunkte. Und ich will da jetzt auch nicht speichern und laden, um es rauszufinden. Weil dann hört nämlich die Wirkung von dem Geschwindigkeitstrank auf, wenn ich da nochmal neu lade. So, es war jetzt wieder duster wie noch was hier. Aber ich musste auf jeden Fall fix hinkommen. So, also diese Geschicklichkeitstränke sind durchaus echt sehr nützlich, um sich hier nochmal... Um sich hier nochmal was Gescheites zu besorgen. Um schnell von A nach B zu kommen. So, die sollen mich jetzt an und unbedingt in deren Milizausrüstung sehen. Ich werde mich da nicht an. Zum Großbauer, genau dahin will ich. So, die Söldner möchte ich jetzt eigentlich auch noch nicht so gegen mich aufgebracht haben, wenn die mich in deren Milizrüstung sehen. Und dann so, hier der feine Herr. Kürze Miliz. So. Weil die Sache mit deiner Bandite wird, wenn wir dann schon do anlegen können, durchaus viel Zeitfresser. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir dringendst machen sollten. Weil das uns bei deiner Vermisste weiterbringt. So, jetzt sind wir auch da angekommen, wo ich hier wollte. Dann wird hier gespeichert. Innos, Innos. Bet, Bet. Fromm, Fromm. Gut, gut. Sehr schön. Geschicklichkeit plus 1. Danke, Herr Innos. So, dann sollte ich jetzt hier meine Milizklamotte anlegen und sollte hier wirklich tatsächlich mit Fackel durch die Gegend latschen. So, jetzt hat der Geschwindigkeitstrank auch schon aufgehört zu wirken und hat perfekt gepasst, um von der Oberstadt hier zu kommen. Das heißt also jetzt vorwärts Richtung Banditecamp. Wo war dann deren Aufstieg? War das hier irgendwo in der Nähe? Müsste hier irgendwo sein eigentlich. Da geht es nämlich hoch. Ah ja, genau. Hier? Kann das... Nö. Nö, war dann doch nicht hier. Muss dann doch hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. Wo machen wir das dann? Wo ist denn hier der Aufstieg noch over zu der Banditos? Hier irgendwo, oder? Oh, Wölfe sind hier in der Nähe auf jeden Fall. Ja, dann komm halt her, du Wölfchen. Da ist er. Also es gibt auch viel Schnickschnack, was wir jetzt eigentlich noch lernen könnten. Wie Trophäe abstauben, vor allem die Kralle sollten wir lernen abzuschneiden, bevor wir ins Minental gehen. Und dann schauen wir mal. So, okay, gut. Das gibt nochmal gutes Wolfsfleisch und Wolfsfell. Huch, jetzt flitzt er auf einmal wieder. Irgendwas scheint doch nicht zu stimmen. Ich weiß auch nicht was, aber ich beschwere mich nicht, wenn ich da rumflitz wie ein Blöder. So, Heilkraut, ein bisschen Salat muss auch mal zwischendurch sein. Und hier, so. Da bewege ich mich aber ganz normal irgendwie. Naja. Na, wo war denn dieser blöde Aufstieg? Oh Gott! Oh Gott, mit dir will ich nichts zu schaffen, Haber. Geh weg, du Troll. Oh Gott, das war selten blöd. Da brauche ich den Zaubermonster-Schrumpfen, den ich jetzt halt in meinem Inventar habe, blöderweise. Na, irgendwo muss es doch hier hochgehen, so eine dämliche Bandite. Wo war dann das nochmal?
Wo war dann das nochmal? Dann hier vorne irgendwo, oder? Also wenn es hier nicht in der Wildnis ist, dann hier. Ja, genau. Ich glaube, da ist es. Ich glaube, ich hab's gefunden. Noch 300 Jahre Sucher. Ja, genau, da ist der Pfad. Allerhopp, da führt's uns hoch. Und da oben kommen dann auch die Banditen und dann müssen wir uns dann eine Type stellen. Das sind auch dieselbe Kerle hier, die Banditen von Dexter, die auch meinen Steckbrief in Umlauf gebracht haben. Könnte man mal probieren, uns mit einer Type A zu legen, falls es überhaupt was wird. Ich kann es echt noch nicht sagen, ob das überhaupt was wird. Ups, nee, das wollte ich nicht. Wobei, es hat ja mittlerweile auch keinerlei Auswirkungen mehr, dass wir Borka verpfiffen haben. So, du bist eine Torwache. Greift er uns so an, oder? Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ne? Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Töten! Also, so, so. Dexter. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Gut. Also noch muss ich hier nicht jeden abschnetzler, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Entschuldigung. Das kommt mit der Zeit, wenn ich Dexter zur Rede stelle, weil dann greifen mich ja alle Idioten an. Da kommt natürlich das provisorische und obligatorische. Ihr wisst's, 1, 2, 3. Jetzt bist du dran. Genau das kommt da nämlich. Hier haben wir noch einen Lederbeutel und einen schweren Ast. Und so, da sind 25 Gold drin. Die nehme ich doch liebend gern an. Und hier haben wir noch so kleine Mine. Scheint geschlossen zu sein. Kann man aber aufmachen. Oh. Da sind anscheinend Mine-Kravler. Oh, sogar ein Mine-Kravler-Varioa. So. Dem kann ich jetzt die Platte abzwacken. Aber bei Minecrawler-Warriors oder generell bei diesen Minecrawlern ist es ja relativ easy. Man muss die nur gegen die Wand drücken, weil die Minecrawler so Kampfdynamik haben, dass sie viel rumlaufen und beim Schlag zurückweichen wollen. Und so kann man die Schäden die Fallerei zwingen. 180 Erfahrungspunkte bringen die Jungs. Das ist ziemlich geil. Und Minecrawler Panzerplatten. Sieht genau noch so aus wie in Gothic 1. So. Also durchaus sehr nützlich. Salat. Salat. Und gut ist. Okay. Du gehen wir später nochmal hier, wenn wir uns um diese Bandidos hier gekümmert haben. Und du ist der alte Dexenmane drin. Dextelmane drin, um den wir uns hier kümmern sollen. Deswegen sollte ich lieber hier auch nochmal speichern. Weil der wird der Angriffsbefehl geben, sobald er uns sieht. Oder noch die Schattenrüstung, Dexter. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Mhm. Hier. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korinis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Nö. Hier? Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Okay. Ich könnte dir zeigen, wo genau. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Ja, klar. Dann wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Ja,
Raven, gefährlich, naja, ich meine, ich habe ihn in der Burg abgestochen und habe ihm der Coup de Grasse gegeben, aber okay, das scheint er wohl überlebt zu haben. Hier. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Ja. Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Was soll das, ich mir wäsche? Durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Mhm. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Corini so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Da, da, da. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Okay. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Aber ich finde, das ist eigentlich ein relativ feiner Zug von dem Typ, dass er uns hier noch leben lässt. Einfach nur dafür, weil wir die ganze Leute befreit haben. Zwischendurch wollte ich einfach mal gucken, ob ich da eine neue Quest gekriegt habe. Aber anscheinend ist es die Vermissten hier, ne? Ne, Moment. Wo sind die vermissten Leute? Dexter, dein Auftraggeber. Sein Name ist Raven. Raven ist ein ehemaliger Erzbaron. Letztendlich scheint dieser Raven hinter der ganzen Entführungssache zu stecken. Ich brauche jetzt nur noch einen Beweis dafür. Mhm. Alle hopp. Dexter, du hast es nicht anders gewollt. Okay. Jetzt bist du dran. Ich hab's doch satt. Ich hab's doch satt. Jetzt bist du dran. So. Dexter? Schlachten die sich gerade gegenseitig ab da draußen? Sieht bloß aus, als würden die sich hier gegenseitig abschnetzen, die Jungs. So, komm her. Scheißtyp. Ups. Da sind hier mehrere Scheißtypen. Das ist nicht so gut. Ja, die scheinen sich doch echt gegenseitig abzuschnetzeln, die Leute. Jetzt bist du dran. So sieht's halt aus, ne? Dann petze ich mal da noch ein bisschen was rein. Und schauen wir mal, ob noch einer von den Jungs hier arg föhnt. Ja. Also die bringen sich ja echt mit Inbrunst um, die Leute. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Mir kommt's noch recht, wenn die sich gegenseitig umbringen. Da muss ich nicht die ganze Pöbel hier abschnetzeln. So. Den können wir theoretisch auch ziemlich easy knacken hier, den Kerl. Der hält halt nur wegen seiner Rüstung ein bisschen mehr aus. Er darf halt nur kein Crit landen. Jo, das war's mit Dexty Boy. Dann können wir hier gerade mal einen zweiten Spielstand einfach noch anlegen. Weil hier beginnt das Gemetzel schon. Banditos! Schimmler for the win! Komm her mit einem schweren Knüppel. Das klang jetzt etwas falsch. Der hat hier nur einen Ast als Waffe. So. Ey. Hör auf zu schlagen. Sonst bist du dran. So. Na, also. Ja, die Jungs bringen wenigstens gute Erfahrungen, muss ich sagen. Dietrich hat er auch noch parat. Dexty Boy, was hast du noch bei dir? Grobes Kurzschwert und bestimmt ein Beweis, oder? Appel, Wacholder, Befehler. Ich habe dieses Schreiben dem Banditen Dexter abgenommen und der Thronschlüssel von Dexter. Okay, jetzt habe ich ja mal einen Beweis, den ich wollte. Erstmal ein bisschen Salat essen. Und so Krönung des Ganzen noch ein Pilz hinterher. Und dann gucken wir mal. Befehler, 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 Befehler. Befehler, da haben wir sie. Neuer Tagebucheintrag. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Corinis finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen, Raven.
Okay. Genau, 23 Uhr, 31 Herr Mast. Das heißt, wenn wir hier rauskommen aus dem Ganzen, ist wieder neue Dach. Neue Dach, neues Glück. Können wir noch einen Schicklichkeitspunkt abschnappler. So. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay. Na. Oh, dafür gibt es Rohstahl hier. Sehr geil. Das heißt, Einnahmequelle für uns wieder. Nichts zu wollen. Okay. Dexters Truhe wird damit geöffnet. Frucht sich jetzt nur, wo Dexters Truhe ist. Aber es wird schon irgendein geiler Scheiß dabei sein. So, die Fackel nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Die hat das Ganze ja glücklicherweise überlebt. Vielleicht haben wir da aber ja irgendwas. Gucken wir doch mal. Na? Nö. Hier sieht es einfach nur schön aus. Und ja, da unten ist jede Menge Schmonsens. Ich glaube, da drüber haben wir noch irgendwas Geiles, dann, was wir dann holen können. Jojo, auf jeden Fall haben wir jetzt einen tollen Schlüssel. Wir werden es schon sehen, wenn wir an der entsprechenden Truhe dafür stehen. Södele, Södele, Södele. Dann geht's jetzt mal ein bisschen raus, ne? Da habe ich ja den ersten Speicherpunkt dafür gemacht. Weil da sind noch ein paar, jetzt bist du dran, Jungs, die uns attackieren wollen. Glaube ich zumindest, oder? Da haben wir noch Silberkelch. Cool, cool, cool. Na? Sind hier noch so ein paar von den Schimmelbacker? Hm? Huch! Ah! Motto! Du hast uns einer Käufer. Und zwar Captain Greg. Jo, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, der hat anscheinend hier die ganze Bandite geschnetzelt. Also, der hat's schon drauf. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Zeig vor allem. Ach, verdammt. Das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. So, wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Okay. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Dann hier? Ich habe einen Piraten namens Gib in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Und hier? Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Das ist das Add-on-Gebiet. Eine Sache noch. Wir haben schon genug gequatscht. Okay. Gut. Na dann mach das hier gemütlich, Kerl. In der Zwischenzeit plündere ich mal diese ganzen Freaks, die der niedergemacht hat. Ich habe gedacht, die bringen sich echt gegenseitig um, weil dann irgendein Scheiß passiert. Aber offensichtlich war es hier Captain Greg, der die niedergemoscht hat. So. Wir sollen es recht sein. Also ich habe echt kein Problem damit, dass der die jetzt umgebracht hat. Gegen all die Typen hätte ich sowieso nicht bestanden. Vor allem gegen all die Typen. Aber ihr wisst, was ich meine. Gegen die ganze Kerle hier hätte ich nicht bestanden, höchstwahrscheinlich. Das war auch mein größte Sorge, ob wir das packen. Aber ich war offensichtlich stark genug, um gegen Dexter und seinen Handlanger zu bestehen. Man muss da halt ein bisschen mit Tricks arbeiten, so ist es halt. Da ist noch eine Stelltafel. Ja, die gute Wache scheint auch tot zu sein. Aber hab sie jetzt nicht explizit bei deiner Bandite gefunden. Wie dem auch sei. Wir können jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Truhe flattern. Links, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, rechts, 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 links. Okay. Rohstahl ist wieder drin. Den kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Da hätten wir das erledigt. Und dann sollte man noch links da reingehen. Ich glaube, da hat Greg nicht aufgerahmt. Deswegen dürften da noch ein paar Bandite stehen. Ja. Hier in dem Turm dürften noch Bandite sein, die noch nicht tot sind. Ich sehe da nämlich schon so einen Shutter. Und? Bin ich jetzt dran? Nö, Wache. Okay. Hey, du. Das war aber nicht der Typ am Eingang. Okay, Schädelspicker. Da haben wir noch einen Bandit. Na gut, dann bringen wir die halt auch noch um, die Typen. So.
Was ist los? Das geht nicht, ein Scheißdrecker, was los ist. So, jetzt zu dir, du. Alter Steintafel, gehört jetzt auch mir. So, Scheißtyp. Zeit jetzt zu sterben. Zeit zu sterben, Mistkerl. Okay, viel haben die hier wirklich nicht drauf. So viel haben die nicht drauf, die Jungs. Oh Mann. Oh, ja, toll. Habe ich gar nicht mal gesehen, wie viel die drauf haben. Ach du Scheiße. Okay. Dann vielleicht auch etwas zarter Drakia an die ganze Sache. So. Alter Steintafel, meins. Jetzt! So. Boah, Mann, sobald der Typ ein Crit landet, bin ich geliefert. Das ist nicht gut. Aber du vergibst ja wahrscheinlich auch ordentlich Erfahrungspunkte, wieder mindestens 100. Ja, es dauert auch wieder ewig, bis ich ein Level erreicht habe. So. Mit der Type muss ich mich sowieso früher oder später anlegen. Weil dort drin ist noch irgendwas aus Dexters. Dort drin müsste Dexters Truhe sein, so rum. Und dann müsste ich mich eh mit einer Kerle anlegen. Haben wir dann irgendeinen Feuerball oder so noch parat? Vergessen, schwere Wunden, großer Feuerball. Dafür haben wir jetzt Mana. Mist, ich sollte mich einmal irgendwann echt mit Zauber ausrüsten, merke ich so. Im Nachhinein. Komm schon. Also ich sollte echt immer gut abwehren. Okay. Mann. Komm schon. Scheiße. Versuch das nicht nochmal. Wenn das jetzt nichts wird, dann könnte man sie eventuell auch zum Greg locker. Eventuell bringt auch das was. 0.36 Uhr, Herr Mast, das heißt, wir können mit Sicherheit nochmal einen Geschicklichkeitspunkt abstauben, wenn wir zurückgehen. Alter, dass diese Scheißtypen echt immer noch so ein Crit landen. Das finde ich echt heftig. So. Nochmal. Lieber nochmal Abwehrer. Und. Scheiße. Versuch das nicht nochmal, Börsch. Okay. Emmo, probieren wir es noch und dann mache ich hier meinen Cut, wenn das nichts wert. So. Emmo, wollen wir es nochmal richtig probieren. So. Und so stark sind die eigentlich echt nicht, die Typen. So. Das Problem ist halt immer nur, wenn die in Crit landen, dann bin ich richtig gefickt. Ist halt so, ja. Okay, ihr liebe Leute, ich jetzt sage, ich mache jetzt hier wirklich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.